So Leute, da sind wir beim nächsten Video. Ich habe den Domme dabei. Servus. Und wir gucken uns heute an Steffen mit Omnitel. Boah, 7 gegen 6. gegen Uwe Ursa mit Patrick. Andersrum, Patrick mit Uwe Ursa. Ja, Omnitel hier jetzt nicht, wie wir schon vor ein paar Wochen hatten, Sneak Show, sondern wirklich mit Wishes und mehr Omniscience, aber immer noch Sneak Attack. Jupp, wie man gerade auch auf der Hand sieht. Ja, stimmt, stimmt. Und das Uwe Ursa ist, ich habe es mal liebevoll Uwe Ursa genannt, das ist eigentlich ein Uwe Affinity, was ein wenig midrangiger geht, indem es Ursa-Artefakte spielt. Er ist weniger Aggro, da war auch, glaube ich, gar keine Arcbound Ravenger drin. Genau, keine Arcbound Ravenger, deswegen halt kein richtiges Affinity, obwohl es Affinity-Karten drin hat. Aber ja. Und vor allem, was ich sehr, sehr interessant finde, ist, dass Deck spielt, beziehungsweise kann Mainboard Challenge spielen. Ja. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Und ja, hier ganz witzig mit der Goblin-Matte gegen die Tokens4MTG.com-Matte. Ja, Goblins, weil ja, Patrick spielt ja sonst auch Goblins mal. Ja, gut. Aber okay. Hauptsache, die Leute in die Irre führen, finde ich sehr, sehr gut. Ist ein Mindgame, was man machen kann. Das ist wohl wahr. Genau, wir spielen immer noch unter Corona-Bedingungen. Das heißt, das Gegnerdeck wird nicht angefasst. Im Normalfall. Ja, im Normalfall. Mhm. Und, Also man verdattelt hat mal. Okay, da sind ist ein Karakas, was sehr gut ist. Ich glaube, beide Mulligan gehabt, ja, ne? Ja, beide Mulligan. Und das sieht bei Steffen nach einem nächsten Mulligan aus. Das ist ja gar nichts. Ja, nächster Mulligan. Oder? Nee, das brauchst du gar nicht zu überlegen, Kollege. Nee. Was? Okay, krass. Nur mit einem Soulland. Ja, das wirkt so nach dem Motto, ich muss ja nur was ziehen. Der hat ja ein Show and Tell und. Ne, der hat noch nicht mal. Der hat nur eine Omniscience auf der Hand. Ja. Üff. Das ist bitter. Ja. Und zieht kein Land. Das war, glaube ich, ein Grizzleband. Ja, der gute Grizzle, Daddy. Unangenehm, sag ich mal. Vor allem, wenn du mit Karakas startest. Hier kann man jetzt Bubble spielen. Man kann den auf Human setzen, weil sowohl der kleine Robot hier, als auch der Ursa sind ja Human. Ah. Und Sai auch, glaube ich. Dementsprechend ist das schon ganz gut. Ja, damit hat man die auf Factor enabled. Und hier würde ich einfach Go sagen, um nächste Runde Ursa zu casten. Hier würde ich nicht riskieren zu cracken, aber das Lotus Battle. Lotus Battle. Boah, damit musst du schon pondern. Mhm. Und vor allem, du musst halt, ja. Zahlst du einen Mana, sonst darfst du eine Karte ziehen. Ja, zieh eine Karte. Achso, ja, nachträglich für das Paddle, ja. Yes. Da kommt ein Ponder. Das ist Void Border. Oh, kein Land. Ich glaube, da war kein Land bei. Oder war da ein Land? Da war ein Land bei. Da war ein Land bei. Das wäre natürlich mega. Ich glaube, das hat man nur nicht erkannt. Ja. Das ist gut, Fetchland. Und dann gibt man Fetchen. Dann könnte man jetzt Show and Tell into Win machen. Wenn man es hat. Wenn man es hat, das ist halt wirklich die Frage. Auf der anderen Seite, bei UW sehe ich jetzt halt nur ein weiteres von den Carven. Engine Tomb, den. Da fehlt halt jetzt ein bisschen Follow-up, ne? Ja, yeah, genau. Vor allem das andere ist halt eine Ursa Saga. Ja. Ja, okay, die können halt schnell auf die Fresse hauen. Ja, aber auch erst in 2-3 Runden. Und das kann halt gegen Combo-Decks sehr, sehr schnell vorbei. Ja, okay, wenn Steffen jetzt aber jetzt nicht den Win hat, ist das halt auch irgendwie, weil das sieht irgendwie nach einem Pre-Order aus, ja. Brainstorm Petal. Wollte ich gerade sagen, kann man Top-Top halten und ziehen. Spielen. Petal, damit man nächste Runde kein Mana dafür bezahlen muss und go. Ja. Jetzt die Frage, nimmt man jetzt, okay, man hat das blaue Land, okay. Ursa Saga, den Trigger, muss man den ansagen? Ja. Eigentlich schon. Ja, ja. Kommt auch wahrscheinlich gleich noch ein Würfel drauf mit 1. Und jetzt hat man das Problem, dass der Mox keinen Mana macht. Oh ja. Ja. Ein Artefakt. Zwei Artefakte. Zwei Artefakte. Der stimmt selber. Ja, okay, den ja, stimmt. Das ist sehr unangenehm, weshalb ich hier wahrscheinlich sogar darauf gegangen wäre und hätte die Dinge lieber gespielt und versucht, den Ursa zum Beat benutzen. Die Carven. Entweder die oder die City, Sitz der Synode, der auf der Hand ist. Ja, das stimmt, da war mal was. Aber da ist auf jeden Fall eine Sneak Attack.
Okay, das ist nur Schrott. Das ist im Endeffekt wirklich, wirklich nur Schrott. Ja, und du hast nichts zum Wegschaufeln. Da auch ein Bonder. Nicht, dass du das unbedingt benutzen möchtest zum Wegschaufeln, aber du hast ein Daze auf jeden Fall noch auf der Hand. Ja. Sneak Attack. Ich meine, wenn man jetzt ein Land ziehen würde... Nee, man hat das Petal. Man hätte noch das Petal. Man hat das Petal. Man heißt, man kriegt die Sneak Attack auf jeden Fall raus. Mhm. Mehr aber auch nicht. Das Problem ist, die Sneak Attack nützt dir halt beim Caracas wenig, wenn du keine zwei roten Quellen hast. Gar nichts. Ja, ne? Hier würde ich jetzt auf jeden Fall den Ursa slammen. Weil der Ursa macht ja auch Artefakte zu Mana-Quellen, was eigentlich ganz cool ist. Walking Ballista. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Geht mal runter auf 18, denkt man den. Ja, wahrscheinlich um den Mox zu aktivieren. Ja. Und dann slammt man hier wahrscheinlich jetzt den Ursa. Der Ursa wird echt lang zurückgehalten dafür, dass man ihn einfach slammt, einen XXer bekommt und auf die Schnauze haut. Wenn er jetzt nicht den Ursa macht, sondern hofft, dass er die Dinge aktivieren kann, die Sage aktivieren kann, um den Token zu machen, hat er einfach nur was verpasst. Jupp. Weil da hätte er einfach auch hingehen können, hätte den Typen spielen können, etwas machen können. Und der hätte immer noch offen lassen können. Aber wow, okay, das ist hart. Das ist einfach nur die Sneak Attack. Ja. Das ist gefährlich. Ja, du kannst. Hier macht aber man nicht mehr End of Turn. Doch, macht man. Darf gerade sehen, stimmt. Ja, genau, jetzt macht man End of Turn Token. Da hätte man, wie gesagt, da hätte man auch einfach den Ursa casten können. Ja, du vermisst aber dann einen Token, aber du bist halt jetzt in der. Nee, du vermisst keinen Token, der Ursa bringt ja einen Token mit. Ja, aber dem Token von der Ursa. Von der Saga. Ja, von der Saga. Das ist korrekt. Allerdings ist es ja wirklich so, dass du in dem Moment genau dasselbe Board hast, nur dass du dann einen Ursa mehr hast. Mhm. Also jetzt in den Early Stages, wo es relevant ist. Von Needle? Needle Mainboard wäre natürlich jetzt der sicke Move. Das wäre natürlich ballsy. Schön Sneak Attack. Ich habe auch ein Lotus Petal gerade gesehen. Zwei Lotus Petal, also mehrere Lotus Petal. Interesting. Und das ist ein Spear. Spear of Shadow Spear, genau. Shadow Spear, genau. Man hat keine Needle Mainboard. Ja, machen die Decks selten tatsächlich. Im da hat man eher. Aber Glück gehabt, du. Ja, auf der anderen Seite kann man den jetzt equippen, kann dann mit dem guten Konstrukt zuhauen für 7, 8, 9. Man kann einfach für 9 zuhauen, schickt den damit auf 6 Leben, damit kann ein Grisselbrand nichts machen. Bin ich doof in Mathe? Naja, du hast einen Token gerade erst reingekommen ist. Ja, ja, also da kommt jetzt noch eine Dings. Ja. Und dann kannst du immer noch den Shadow Spear equippen, der plus 1 zu 1 gibt. Ja. Ach, der Soldier oben ist ja auch noch ein Artefakt. Genau, oh, ja. Genau, Soldier oben ist auch ein Artefakt und das ist da, wo der Speer sich wohlfühlt. Beat für unendlich viel. 6, 7, 8, 9. Ja. Und da gibt jetzt Speer noch ein plus 1 plus 1. Ja. Dann sind es 10. Ja. 7, 8, man kriegt 8 Leben, was ganz nett ist. 9, 10 Damage auf 5 Leben runter. Wenn man jetzt nicht Emmy und Grizzle hat. Wobei selbst das sind nicht 24 Schaden, sondern nur 22. Ja, vor allem kann man jetzt mit dem Grizzle auch nichts mehr ziehen. Leute, der wird gedazed. Der Emry da wird gedazed. Da würde ich eine Karte ziehen. Den Trigger hat man vergessen. Karte. Ja, da hat man halt Daze benutzt, um den Dings zu. Ich weiß, ob das nur in deinem Zug geht. Stimmt. Das kann sein, das weiß ich gerade nicht. Aber das könnt ihr uns in den Kommentaren gerne schreiben und ich glaube, das ist over. Das geht in Game 2. Boah, müsste man noch ein Petal haben. Nee. Ja, und selbst dann macht bei dir nur 22 Schaden. Also man müsste hier in Combo gehen. Mhm. Also Show and Tell, Omniscience, Combo. Ja, ja. Aber das sehe ich aktuell noch nicht. Ja, du müsstest jetzt einen Brainstorm haben und einen Show and Tell und eine neue Rotquelle finden, neue Blauquelle finden. Weil Ponda bringt dir nichts, du hast nur das Omniscience auf der Hand. Ja. Da fehlt zu viel. Ja. Das leider Game for Ursa. Ja, sehe ich auch so. Ja. Und da wird auch abgepackt. Ja, Sideboarding. Man kann natürlich Bloodmoons reinnehmen als Omnitail-Spieler. Klar, er hat Caracas gesehen, er hat Ursas Saga gesehen, er hat nur Non-Basics gesehen. Spielen nicht Basics. Die Version nicht, nein. Ich wollte gerade sagen, UW wäre
Balls. Den Carbon und so weiter. Und dann Duels. Die zwei Sachen, die sie haben, sind, glaube ich, Duels oder ein Duel. Mhm. Und ja. Raids sind manchmal im Sideboard von Omnitel. Die können wir auch gut reinnehmen. Sehr gut. Da ist schon mal der Blutmond. Eine Insel, ein Blattmond, ein Ponder. Das ist doch so wie stabil. Und auf der anderen Seite bei UW Ursa. Boah, ich weiß gar nicht, was man reinbohren könnte. Eine Menge? Wenig. Disenchant, glaube ich. Dann hört es, glaube ich, schon auf. Ja. Ja. Oh, das ist natürlich jetzt. Da würde ich schon. Sieht Upraid. A Braid, denn das sieht aus wie noch ein Land. Ja, das ist ein Engine Tomb unten, immer kurz. Ach, das ist ein Emmy, der hinterste. Ja. Auf der anderen Seite haben wir einen Hull Breacher, der ist auch reingebordet worden. Ja, und der macht eine Menge. Engine Tomb, Carbon, Force of Will, 4 Force of Will im Sideboard. Das natürlich. Die kann man natürlich reinborden, gerade gegen ein Combo-Deck. Dann geht man hier mit Chalice auf 1. Ein sehr guter Start. Vor allem, wenn man jetzt mit Carbon of Souls auf Human immer noch seinen Robot spielen kann. Das ist gut. Oder würde ich auf den Blood Moon gehen? Ja, ich auch. Aber ich wieder aufs Negatec gegangen. What? Da hat es jemand nicht mit gerechnet? Ja, ich denke auch. Das. Wieso hat er den Blood Moon? Ich glaube, er will ja einfach schnell ausmachen, bevor hier nochmal irgendwie UW Ursa sich zuzieht. Weil wenn UW Ursa einmal anfängt, das Board zu flatten, flattert es richtig. Und es ist halt keine Affinity. Gegen Affinity macht das auf jeden Fall super viel Sinn. Gegen Ursa bin ich mir gerade nicht hundertprozentig sicher, wie viel Sinn es macht. Ist die Frage, wie viel farbiges Mana der tatsächlich braucht. Der macht jetzt nicht Hybrid Mainboard, oder? Mainstep. Wow. What? Wow. Frage ich mich gerade auch. Okay, hier ist einfach Go. Es hat keinen Unterschied gemacht. Man hätte es auch mit dazu machen können. Und ja, hier gibt man einen Sound für 4. Hat, glaube ich, eine Endung gezogen. Und das sieht wieder sehr, sehr, sehr gut aus für UW Ursa. Ich wüsste jetzt auch nicht viel, was da noch passieren könnte. Das ist noch eine. Ja, gut, ist halt immer noch Show and Tell to Combo. Geht halt immer noch gut ab, aber. Was ist das? Ach, das ist immer noch der Emra cool, ne? Ja. Immer noch der Emra cool, man hat hier 5 Mana liegen, aber nichts zum Casten. Uff. Unangenehm. Ja, okay, ihr habt mir jetzt den zweiten Mox, auch der ist nicht so der prallste. Ne, der macht halt gar nichts. Und jetzt kommt eben der Hybridger, der da einiges wegnimmt. Ja, die ganzen Cantrips sind jetzt halt Käse, allein schon durch. Ja, okay, durch die Chalice halt auch. Da kommt ein Show und Tell. Das könnte einiges ändern. Darf man noch eine Karte ziehen? Vielleicht finden wir was reinlegen? Nein, man findet ein Fort. Nee, das ist ein Spear. Ja, das ist ein Spear. Das Spear kann man reinlegen. Ja. Emmy gegen Speer? Gewinnt der Emmy. Ja. Jetzt Karakas von der Top gerippt. Das ist ein Chalice. Das ist halt jetzt der Nachteil, dass da man halt nicht irgendwie mit einem Arcbound Ravager anfangen kann, Artefakte wegzusacken oder irgendwas durchjuggeln kann. Dass man hier halt einfach auf den übrigen Artefakten einfach sitzen bleibt. Ja, das ist halt doof. Gut. Ich würde jetzt auch sagen, hier, es ist auch schon wieder kurz vor Ende. Ja, aber diesmal geschiftet. Ja, sehr, sehr schnell tatsächlich. Sehr, sehr interessant. Der Top-Tech-Show-Teil hat halt das Spiel gemacht, ne? Ja. Was versucht man hier jetzt noch? Noch Chalice auf 1, damit man genug Artefakte hat zum Überleben. Boah, ist halt die Frage, ob das so viel macht. Das hätte ich liegen lassen. Jo, ich auch. Das hätte ich gar nicht gespielt. Ja. Der hat Annihilator 6. Ja, man stirbt halt. Das Problem ist, man muss jetzt halt ausrüsten und angreifen. Weil ansonsten stirbt man wegen 15 Leben. Ja, weil fliegend. Ja. Also das ist relativ unangenehm. Jetzt zackt man sich aber erstmal 2 Leben. Die muss man dann auch erstmal rausholen. Das heißt, man muss mit dem Hullbreacher angreifen. Das ist wieder ein permanentes, was drauf geht. Ja. Da ist die Frage, boah, ob das überhaupt noch einen Unterschied gemacht hätte. Gut, Karakas von der Top. Geht auf 17. Ja, okay, Steffen, man hat halt noch, dann noch einen Zug. Steffen geht hier auf 9. Stimmt. Den Robot noch beigesneakt. Hier geht die City. Da geht die City, ja. Nein, tut sie nicht. Krasse City.
Die will ich auch haben. Steffen, erklär mir mal den Trick. 3, 4, 5. Den Robot. 6. Ne, okay. Den Robot. Yes. Jetzt hat man noch ein Out. Ja, aber ich denke nicht, dass da noch was kommt. Ich auch nicht. Das jetzt. Ja, hier sieht man. Ah, da geht man auch, ist man auch auf 8 runtergegangen. Da wurde die CD. Ja, man kann es auch einfach overextenden. Das ist korrekt. Das war aber ein Lucky Draw vom Show and Tell. Ja, das kann eben auch mal genau passieren. Das kann eben genau das, wo Ursa halt reinläuft, weil er halt sehr viele Artefakte spielt plus Force. Und das ist halt schon schwierig. Combo-Decks sind nicht die besten Freunde von dem Deck, was interessant ist. Dafür, dass man ja eigentlich ein sehr anti-Combo-Deck-lastiges Deck spielt. Ja, hat mal die... du kannst nur eine Karte pro Zug spielen drin, standardmäßig? Nee, 2 Stück, glaube ich. Oh. Also auch keine 4 davon. Nee, ich glaube gar keine mehr davon und nur 2 von den kleinen Robots. Also wirklich, wirklich ätzend. Dafür hat er den Robot aber sehr konstant. Aber wirklich, wirklich böse, wenig. Böses und, wird böses denkt. Dementsprechend auch nicht so Anti-Combo wie halt ein normales UV Affinity, was gerade in diesem Matchup sehr, sehr viel stärker ist. Ist halt die Frage, ob die Chalice hier wirklich was reißt. In diesem Matchup glaube ich nicht, aber es gibt bestimmt gute Matchups, gerade gegen Control-Decks, Delver-Decks. Sind, glaube ich, so die Decks, die dieses Deck sehen möchte und die du halt umnutzt. Ja. Und ich glaube auch gegen Kontrolldecks ist es wesentlich besser als das normale UV Affinity. Ja. Oder gegen Lands. Ja, weil es mehr in die Breite geht auch. Ja. Ich habe ja auch gegen ihn gespielt mit dem UB und das war halt auch nicht schön. Ja, glaube ich. Ja, Ponder. Findet ein Schontel, findet ein Force, findet ein Land. Ist eigentlich eine ganz gute Auswahl. Ja, und dann zieht man das Force. Hat man noch ein Soulland auf der Hand? Ja, auf jeden Fall ein Soulland und ein Blue Pitch auf der Hand und ein Blood Moon. Und ich glaube sogar eine Omniscience. Ne? Oh, guck mal, da sind doch etwas von Kanisten drin, tatsächlich. Aber wie gesagt, die sind auf jeden Fall runtergecuttet. Emry? Einen meiner Emry. Ja, das Problem ist halt, dann kommt der Etherspawn in den Dings rein, ins Show and Tell. Ja, genau, also einen Edithform würde ich hier auch auf keinen Fall spielen. Oder doch? Ich meine, man hat die Carbon. Wenn man jetzt natürlich in alle Kreaturen kriegen 2 oder 3 Damage reinläuft, ist halt. Ein Pyroklasm wäre halt schlecht. Ja, Pyroklasm wäre richtig schlecht. Wird noch auf das Cavern hingewiesen. Und man hat noch einen Force of Thunder. Das ist schon sehr stabil, wo der Ursa-Spieler hier sitzt. Ist dann die Frage, ob man jetzt nicht einfach den Blood Moon slammt. Ja. Man hat das Land noch oben drauf. Man hat keine Blauquelle dann. Ha, ha, ha. Das oben drauf ist ein Fetchland. Korrekt. Da hast du dann selber ein Problem. Ja. Ja, oder man geht jetzt einfach hin und sagt, schmeißt die Omniscience da rein. Also Show and Tell, ja. Into Omniscience. David geforst. Kann man. Nicht mehr Forstbecken. Das ist over. Da ist ein Etherspawn. Oh ja, stimmt. Eieieiei. Da ist ein Etherspawn. Da geht man runter auf 18 als OV-Ursa-Spieler. Land. Dann kann man jetzt aus dem Friedhof was gleich casten. Boah, das wird jetzt wieder widerlich. Ja, das ist halt genau die Situation. Jetzt spielt das Deck praktisch OV-Affinity. Ja. Und damit eben auch genau die Stärke, die OV-Affinity hat. 1, 2, 3, 4, 5, heißt für 2 Mana. Spielt man den? Oh, spielt man nicht. Hätte man probieren können. Was war denn das? Nassets Reveal, was ich discarded. Für die Combo. Ja. Ja, und dementsprechend durfte man jetzt keine 2 Karten ziehen, aber. Auf den Blows. Da ist schon wieder. Fetchen. Da ist schon wieder eine sehr, sehr starke City. Ja. Naja, wird Ding. 2 Mana im Pool. Dann geht man Fetchen. Ja, genau. Dann geht man Fetchen auf ein Blaues. Genau. Alles gut. Und dann schmeißt man... Den Blood Moon. Der aber jetzt, glaube ich, einfach zu spät ist. Der könnte tatsächlich zu spät sein, ja. Das sieht nicht so gut aus. Nee. Vor allem, wenn man jetzt sich überlegt... Jo, Blood Moon. Bam, bam, bam.
Ja. Ist nicht so relevant, wenn man jetzt überlegt, dass da auf jeden Fall noch Artefakte im Friedhof sind von Uviosa, die da spielen kann. Er hat immer noch den Mox online, das heißt, er hat auf jeden Fall farbiges Mana. Richtig. Das heißt, er könnte jetzt auch einfach hingehen und kann sagen, okay, er castet jetzt für... Den Forb-Monitor wieder. Ja. Und dann wieder für zwei. Genau. Buh. Genau. Warum zahlt man so viel Mana? Weiß ich nicht. Vielleicht hat man die Länder nicht mitgezählt. Für alle Leute, die es nicht wissen, Artefaktländer behalten auch unter Blood Moon ihren Artefaktstatus. Ja. Ich glaube, das wurde hier vergessen. 1, 2, 3, man zahlt 4 Mana, geht man auf 7 Mana. Da kann man noch ein Land spielen. Yes. Gucken, wie relevant das wird, aber das ist auf jeden Fall etwas, was ihr euch merken könnt. Das ist wichtig, gerade wenn ihr OW Ursa, OW Affinity, irgendwas mit Artefaktländern spielt und Ethner spielt Blood Moon. Irgendwas mit Artefakten, ja, das trifft ja, ganz gut. Ja. Aber jetzt zieht man natürlich auch nur noch Müll, ne? Ja, der Klassiker. Und Uwe Ursa hat halt immer noch Mana übrig und kann halt immer noch ins Gesicht drücken. Du hast auch einen Ursa auf der Hand. Der hat aber wir können jetzt die Emery spielen, einfach um Emery gespielt zu haben. Ja, um mehr zu millen. Genau, gehen 5 Damage rein, gibt man auf 5. Was spielt man? Die Cracked, sage dich, darf ich eine Karte gucken? Und in deinem Zug ziehe ich eine Karte. Ja, wie gesagt, hier hätte man Emery noch spielen können, um Emrys Willen, aber ja. Nur wieder wahrscheinlich nur Müll gezogen. Hatte mal Abraid auf der Hand? Glaube ich, ja, nein, ich glaube nicht. Ich glaube auch, nee, stimmt. Das war das Game davor. Ja, ja. Dann haut man zu, das ist over. Das ist over. Also, 2-1 für Urwe Ursa. Sehr, sehr coole Matches, sehr, sehr interessante Matches, die halt sehr, sehr swingy waren, bis auf das letzte. Ja. Und ja. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.